Hallo und herzlich willkommen bei Marokko aktuell. 6000 Polizeimotorräder. Wiesbaden-Casablanca, 2.1.2023. Noch mehr Sicherheit 2023. Meta-Aktion mit den Bürgerinnen, mehr Motorräder, eine effiziente Kommando- und Koordinierungsstelle. Das sind die Bausteine des Sicherheitskonzeptes von Casablanca 2023. Einmal im Jahr findet in Süddeutschland ein Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten statt. An diesem Tag, zuletzt am 11.10.2022, erhöht die Polizei in 5 Bundesländern ihre Präsenz deutlich auf den Straßen. Das soll zum Sicherheitsgefühl der Bürger beitragen. In Marokko gibt es so einen Tag 365 Tage im Jahr. Genau, denn in Marokko ist die Polizeipräsenz immer stetig da. Nicht nur auf Großveranstaltungen oder in Büros, sondern man sieht die Polizisten im Alltag. Und das gibt natürlich auch Touristen und Touristinnen ein Sicherheitsgefühl und den Bürgerinnen sowieso. Der Polizeipräfekt von Casablanca, Abdullah Al-Wurdi, hat am Samstag das aktuelle Sicherheitskonzept seiner Polizei vorgestellt. Die Zahl der Motorräder wurde auf 6000 erhöht und hinzu kommen 50 großzylindrige Motorräder. Das bedeutet, dass in Casablanca über 6000 Polizisten auf Motorrädern für Sicherheit sorgen und präsent sind. Im Handbuch Polizeiliches Einsatztraining, Springer Fachmedien Wiesbaden, wird erklärt, warum in modernen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts, die sich durch Diversität und Komplexität auszeichnen, Vertrauen das wichtigste Kapital der Polizei ist. Deshalb setzt auch die marokkanische Polizei auf mehr Interaktion mit seinen Bürgerinnen und auf mehr Transparenz. In Deutschland ist die Polizei meistens nur in Bahnhöfen, auf Großveranstaltungen, bei Demonstrationen oder Fußballspielen präsent. Nach der Jahrtausendwende aber wurden immer mehr kleinere Polizeistationen geschlossen und die Präsenz zurückgefahren. Und das hat natürlich die Kommunikation zwischen Polizei und dem normalen Otto-Normalbürger geschwächt. Das hat das subjektive Sicherheitsgefühl reduziert auch. Und deshalb hat die deutsche Polizei vor einigen Jahren wieder da hochgefahren, ihre Präsenz, damit dieses Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. In Marokko gibt es dieses Problem nicht. Die Polizei ist auch vor Ort und außerhalb von Innenstädten und von Bahnhöfen immer wieder vertreten. Neben der sichtbaren Sicherheit gibt es natürlich auch die unsichtbare, wenn man sie so nennen kann. Casablanca hat 2022 eine Kommando- und Koordinierungsstelle eingerichtet, wo Expertinnen die Gesamtlage der Stadt beobachten und frühzeitig eingreifen können. Wie erfolgreich die marokkanische Sicherheitsarchitektur ist, zeigt die Weltmeisterschaft in Katar, wo die marokkanische Polizei und der Sicherheitsapparat natürlich stark geholfen haben und präsent war. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.